Amateurweltmeister und Olympiasieger. Er hat sich entwickelt, musste lange warten auf den WM-Fight. Ein paar Monate werden es noch sein. Aber dann wird er endlich seine Chance bekommen. Und wir haben das Urteil mit Roman Hoff. Meine Damen und Herren, Daniel van der Wiele aus Belgien stoppt den Kampf in Runde 5 nach 50 Sekunden. Sieger durch TKO, Alexander Povetkin. Povetkin bleibt ungeschlagen, auch in diesem Test. Von Härtetest möchte ich nicht sprechen, bei Javier Mora. Und der hat auch seinen Lebensmut, seine Lebensfreude wiedergefunden. Und wir sind gespannt, was uns Povetkin dann gleich im Interview zu sagen hat. Alexander Povetkin, es sind dann doch noch 5 Runden geworden. War das der Test, den Sie sich so vorgestellt haben? Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Test. Denn nach dem ersten K.O. hat er sich natürlich wieder ein bisschen aufgerichtet. Man musste einfach weiterarbeiten. Und ich habe weitergearbeitet, schnell eben vorangegangen. Ansonsten hätte ich vielleicht sogar noch eher fertig werden können. In den ersten beiden Runden hatte man den Eindruck, Sie haben die ganze Wut über diese Verschiebung mit Wladimir Klitschko in diese ersten beiden Runden reingelegt. Ist das so falsch? Nein, also da habe ich diese Verzögerung, diese Verschiebung hat mich überhaupt nicht betroffen. Darüber denke ich überhaupt nicht nach eigentlich. Im Moment ist es für mich wichtig, dass ich mich richtig vorbereite. Ich muss ein bisschen ruhiger werden auch. Und dieser Kampf hat auch wieder einmal gezeigt, dass ich noch nicht so gut darin bin, mich selber kontrollieren zu können. Es ist ja jetzt eine komische Situation. Sie müssen ja Wladimir Klitschko jetzt sogar die Daumen drücken, dass er sich nicht verletzt, damit der Kampf doch bald kommt gegen Sie. Naja, klar, ich halte natürlich auf ihn, auf Wladimir und auf Vitali, denn sie sind doch unsere sowjetische Schule, unsere Slawen, und deswegen drücke ich ihnen natürlich die Daumen. Wir wünschen Ihnen alles Gute, vielen Dank. Wir sind jetzt umgezogen in den VIP-Raum hier in der Max-Schmeling-Halle in Berlin und wollen über den Kampf von Javier Mora.